Hallo und grüß euch, heute habe ich eine Aquarellanleitung für euch und zwar für diese Sonnenhutblumen. Ich starte mein Bild ganz einfach mit Aquarellbuntstiften und ich skizziere die Blumen ganz locker. Es empfiehlt sich, wenn man das jetzt nicht öfters macht oder einfach auch Blumen macht, die man noch nicht so oft gezeichnet oder gemalt hat, dass man sich ein Referenzbeutel sucht. Also ich fotografiere mir das dann entweder im Garten oder ich gehe einfach auf Pinterest und schaue es mir da an, nur damit man so ein bisschen eine Idee hat, wie die Blumen ausschauen. Da tut man sich viel leichter beim Skizzieren, wenn man ein Beutel vor Augen hat. Zum Skizzieren klange ich meinen Stift ganz weit hinten an, weil ich will, dass das total locker wird und überhaupt nicht detailliert. Das ist überhaupt nicht wichtig. Es geht bei dem Beutel einfach nur um das Gefühl und um diesen Ausdruck. Dass einfach das vermittelt wird, als da man jetzt da vor diese Blumen stehe. Und da muss man nicht fotografisch malen, sondern das kann man auch ganz abstrakt machen. Das ist also auf jeden Fall was für Anfänger. Man muss überhaupt keine Ahnung haben von Aquarellfarben und ihr müsst auch nicht teure Aquarellfarben hernehmen dafür. Ihr könnt zum Skizzieren theoretisch auch normale Buntstifte nehmen, die lösen sich dann halt nicht mit dem Wasser auf. Deswegen finde ich da diese Aquarellbuntstifte ganz praktisch, weil die sich mit anlösen und ich arbeite meistens so, dass sie halt ein Teil mit anlöst und ein Teil stehen bleibt und dadurch hat man schon mal verschiedene Texturen und das verleiht dem Ganzen einfach ein bisschen mehr Plastizität. Die Bereiche, die ich malen will, die feuchte ich vorher an und da löst sie dann auch schon ein bisschen was von diesen Aquarellbuntstiften und dann gehe ich einfach mit die Farben rein. Wenn es mal zu viel Farbe ist, dann verwende ich den Pinsel und saug einfach wieder ein bisschen Farbe aus dem Bild raus. Eins, worauf man achten muss, damit das Ganze nachher gut ausschaut, ist, dass man nicht alles anmalt, sondern dass man auf jeden Fall irgendwo irgendwelche weißen Bereiche lässt. Weil das sind so Highlights, die müssen einfach sein, wenn ihr die nicht habt, dann schaut das Ganze total flach aus und das verliert total die Dimension. Was ich total gern auch mag, wenn das Ganze so ein bisschen mit dem Hintergrund verläuft, natürlich nicht komplett. Und deswegen feuchte ich einfach manche Bereiche im Hintergrund an und berühre dann so die Farbe, die schon auf dem Beutel ist, damit die dann so ein bisschen einlaufen kann. Pinsel verwende ich in der Regel nicht viel verschiedene. Meistens für ein Beutel nehme ich oft bloß einen Pinsel, manchmal zwei her. Das kommt dann drauf an, wie detailliert da manche Sachen wären. Und da nehme ich einfach einen ganz normalen, mittelgroßen, runden Pinsel. Die Farben, die ich heute verwende, sind die Van Gogh-Farben. Das sind die ganz günstigen. Da gibt es so ein Set mit, glaube insgesamt 15 Farben sind es ja, 12 plus 3. Bei Amazon, ich glaube, um die 12 bis 15 Euro, das variiert immer ein bisschen und die sind wirklich von der Qualität her super. Das sind die besten billigen Farben, die ich bis jetzt ausprobiert habe.
Solange die Blumen noch nass sind, gehe ich einfach nur mit einem schwarzen Graphitstift drüber, um die Skizze nochmal nachzuskizzieren. Das mache ich auch total locker. Und ich nehme deshalb eine sehr dunkle Farbe her, damit ich einen hohen Kontrast kriege, was wieder viel Dimension mit sich bringt, also dieses Schwarz zu den weißen Highlights. Von Zeit zu Zeit tauche ich die Spitze auch manchmal ins Wasser, damit sie da mehr Pigment ablöst und damit man wirklich so richtige Variationen in die Linien hat. Also die sind einmal heller, einmal dunkler, einmal dicker und einmal dünner. Ich verwende auch einen grünen Stift, um die Blätter mit einzuskizzieren und die Stiele vor die Blumen. Es ist jetzt echt nicht wichtig, welche Marke ihr da nehmt. Ich habe eben diese Derwent Intense und die Graphite Tint. Das funktioniert aber mit jedem wasserlöslichen anderen Aquarellstift genauso. Ich gehe jetzt nur mit ein bisschen Rot rein, um einfach ein bisschen mehr Farbvariation hinzukriegen, worauf man auch nur achten kann, dass man keine Komplementärfarben miteinander mischt und wenn dann halt bloß in bestimmte Stellen, wenn man weiß, was man tut, weil das mischt sie immer zu so grau oder braun Farben, die halt sehr neutral ist. Und wenn man zu früh neutral auf dem Beutel hat, wird es natürlich irgendwann langweilig. Und da passe ich immer ein bisschen auf und wenn ich mir nicht sicher bin, ob sie zwei Farben gut vertragen, dann probiere das halt einfach mal an einer kleinen Stelle aus, bevor ich dann da viel Farbe aufs Beutel gebe. Ich wechsle dann jetzt also ein bisschen hin und her zwischen den Aquarellfarben und zwischen meine Buntstifte. Und das mache ich einfach so lang, bis ich mit dem Beutel zufrieden bin. Das ist auch was ich bisher habe lernen müssen, dass ich nicht zu viel mache. Also ich habe manchmal am Anfang echt nicht aufhören können. Und wenn das Beutel dann so überladen ist, dann schaut es auch nicht mehr gut aus. Ich gebe vor dem rötlichen Ton einfach nur ein bisschen was in den feuchten Hintergrund. Das gibt so ein bisschen eine Unschärfe im Hintergrund, weil wenn ihr den Hintergrund komplett weiß lasst, dann ist es oft auch sehr, dann schaut es einfach nicht natürlich aus, weil in echt hat man ja auch im Garten nicht einen weißen Hintergrund hinter die Blume, sondern auch irgendwelche anderen Blumen, die man dann einfach nicht direkt wahrnimmt, sondern nur so als unscharf. Und deswegen schaut es immer ganz gut aus, wenn man im Hintergrund auch ein bisschen was hat. Aber wie gesagt, alles zu pflastern mit Farbe, da die dann auch nicht. Ich mache jetzt noch ein paar Schatten ins Bild, das verleiht dem Ganzen auch nochmal mehr Dimension und dafür verwende ich meistens eine Komplementärfarbe von der, die ich sowieso schon im Beutel habe, um die Schatten zu machen und hier verwende ich eben ein Blau, weil das so ein bisschen gegen diesen Orangeton vor die Blumen geht und das erhöht auch nochmal den Kontrast und das ist eben auch was ein Beutel interessanter macht. Wenn das Beutel trocken ist, dann gebe ich ein paar Farbspritzer drauf. Das lockert das Ganze nochmal total auf und gibt ihm viel mehr Lebendigkeit. Und ich verwende dann normalerweise die Farben, die ich sowieso auf dem Beutel schon hergenommen habe. Man muss bloß ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu viel macht,
Weil irgendwann, wenn dann zu viel Farbspritzer drauf sind, dann schaut es auch gar nicht mehr gut aus. Ja, und das ist mein fertiges Büdel für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal. Pfiat euch!